Hallo, du liebe Seele, es folgt eine Kartenbotschaft für dich. Jetzt für die jetzigen Energien. Was möchte da zu dir kommen? Um was geht es denn jetzt hier gerade? Es geht darum, die Chancen im Leben zu ergreifen, die Chancen im Leben wahrzunehmen, den Umbruch in der eigenen Stabilität zu sehen, im eigenen Zuhause zu sehen und tatsächlich aus Unruhen herauszukommen. Also du nimmst jetzt wahr, was tut dir gut, was nicht. Du kommst da immer mehr in deiner Stärke an und richtest dich quasi aus nach deinem Licht. Ja, also du kommst hier immer mehr in deiner Stärke an, gehst aus den Unruhen heraus und erkennst, was du für dich jetzt hier annehmen kannst, ja, damit die Chancen in deinem Leben wirklich wahrgenommen werden. Hier geht es noch um ein Lernen, hier darfst du eben erkennen, was da noch im Verborgenen für dich ist und entscheidest dann klar nach deinen inneren Werten, nach deinem inneren Wesen und erkennst eben auch dadurch, was vielleicht vorher an Verstrickungen da war, die sich jetzt auflösen können, weil sich der Knoten auch in deinem Wesen, wo du einfach noch versperrt warst, vielleicht nach außen, wo du dich noch unter dieser Kuppel gehalten hast, wo sich das lichtet, wo das aufgeht und du in Verbindung mit dir gehst, damit jetzt die Heilung und die Stabilität in deinem Leben tatsächlich Einzug halten kann. Denn das, wo du jetzt hingehst, das ist das, was deiner Seele wirklich entspricht und alles andere, wo du jetzt eben gemerkt hast, da gibt es Täuschungen, da gibt es Zweifel, da erkennst du, das ist nicht für dich und richtest dich jetzt aus nach deinem Leben und nach deinem Glück nämlich auch wieder. Na dann, ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis dann, Baba.